Herzlich willkommen beim fünften Teil der zwölfteiligen Serie Die größten Fehler beim Zeitmanagement. Und heute geht es um PND Today. Hierbei handelt es sich natürlich um eine Abkürzung, die ich dir erklären will anhand eines tatsächlichen Beispiels eines Klienten von mir. Dieser Mensch ist morgens aufgestanden und war dann ganz durcheinander, was er heute macht. Er hat also nach dem Aufstehen überlegt, wer den Tag gestaltet. Dann fiel ihm ein, er hatte einen wichtigen Termin in Rostock. Hat sich also ein wenig überhastet, weil ihm dann eingefallen ist, dass er ja um 11 Uhr da sein will, dann um 8 Uhr ins Auto geschwungen und ist losgefahren. Und hatte das Gefühl, dass er zu spät kommt und dass er auch nicht ganz genau das Gefühl hatte, sich gut vorbereitet zu haben, aber er hat im Stress sich dann auf die Autobahn begeben. Als er dann ankam in Rostock, klopfte an die Tür, aber es war keiner da. Er war nicht wirklich vorbereitet und in dem Stress, den er sich gemacht hatte, schnell um 11 Uhr in Rostock zu sein, hat er völlig vergessen, dass er ja morgens der Werbeagentur noch eine Grafik, eine Datei, Fotos zuschicken wollte, damit die den Druck für die Unterlagen am Wochenende beim Messeauftritt vorbereiten können. Das hatte er im Stress völlig vergessen. Also fuhr er wieder nach Hause, war dann irgendwann gegen 15, 16 Uhr, nachdem er nachmittags noch im Stau gestanden hat, wieder im Büro zurück. Und was hatte er erreicht? Nichts. Der Termin hat nicht stattgefunden, weil er am Abend zuvor nicht die Planung gemacht hat und noch den Kontakt, den Termin bestätigt hat, sich vergewissert hat, dass der andere Terminpartner auch den Termin sich eingetragen hat und er hat völlig vergessen, sich morgens einzutragen, dass er noch die Datei verschicken wollte. Und das habe ich am Anfang bei mir, aber auch bei vielen anderen Menschen beobachtet, dass wenn sie den Tag erst am selben Tag morgens planen sollen, dass sie es dann entweder nicht tun oder viele Fehler machen oder den ganzen Tag im Stress sind und ständig überlegen, was ich als nächstes mache. Deshalb ist die bessere Lösung, was hier steht. Planning the next day today. Das bedeutet, dass deine letzte Aufgabe heute ist, und vorher gehst du nicht in Feierabend, vorher gehst du nicht schlafen, nicht zum Sport, dass die letzten 15 Minuten heute eingesetzt werden, dass du den morgigen Tag vollständig, minutiös durchgeplant hast. Und zwar nicht nur Bezug auf die Minitage, was machst du wann, sondern in den Minitagen die Aufgaben festgelegt hast, vielleicht inklusive Puffer. Wenn du so deinen Tag beginnst, weil du ihn gestern vollständig geplant hast, dann kannst du vollständig entspannt loslassen abends beim Feierabend. Du musst nicht nachts immer aufstehen und irgendwas verschicken oder aufschreiben, denn dein nächster Tag ist vollständig geplant, deine Terminpartner wurden erinnert und haben die Termine bestätigt. Der enorme Vorteil ist also, dass du nicht nur wesentlich gesünder sein wirst, stressfreier durch den Tag gehst, sondern du wirst auch als wesentlich kompetentere und zuverlässige und verbindliche Persönlichkeit eingeordnet. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Kapitale, die ein Unternehmer, die eine Führungskraft haben kann, dass er organisiert erscheint, Versprechen einhält, pünktlich zu den Terminen kommt und nichts vergisst. Und dazu lade ich dich ein, dass du diese neue Gewohnheit einfügst, und zwar alle Arbeitstage, dass du diese beendest mit der Gestaltung des nächsten Tages. Und wenn auch du Freitag in Feierabend gehst und denkst, ja, Samstag ist jetzt frei, Familientag, was auch immer, dann gewöhne dir auch an, am Freitag schon den Montag zu planen. Ich lade dich sogar ein, einen Schritt weiter zu gehen und auch am Sonntag, am Abschluss der Woche, die komplette nächste Woche zu planen. Und ich möchte dich einladen, noch einen Schritt weiter zu gehen, am Ende der Woche die nächsten drei Wochen grob durchzuplanen und die nächste Woche fein und den Montag final durchzuplanen. Hier noch einen kleinen Trick, den ich selbst einsetze. Und zwar trage ich zunächst meine Termine alle ein mit einem einfachen Stift. Wenn der Termin aber kommt, planning next today, also heute Abend, wenn ich in Feierabend gehe und den morgigen Tag einplane, dann nehme ich bunte Stifte. Bunte Stifte, die meinen Minitagen entsprechen. Da steht blau für Telefonieren. Da steht gelb für E-Mail schreiben, Schriftverkehr. Da steht rot für Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen. Da steht grün für Erledigung von Aufgaben und rosa für Menschen, orange für Lernen und blau für Sport, dunkelblau für Sport. Und so gehe ich dann abends in mein Bett. Ich weiß, mein nächster Tag ist vollständig, nicht nur geplant, er ist auch farblich versiegelt, finalisiert. Es ist nahezu unwahrscheinlich, dass etwas gegen meinen Willen sich verändert. Ich kann zwar immer noch Ausnahmen zulassen, aber ich weiß jetzt, dass ich die auch verteidigen kann oder ich entscheide, dass die Änderungen wichtiger sind als meine Planung. Aber ich habe dann zumindest die Option, entscheiden zu können und bin ich Opfer meines Umfelds, die mir hier und da noch Verantwortlichkeiten, Aufgaben und Veränderungen reindrücken wollen. Ich kann sagen, nein, das will ich nicht, weil ich meinen Tag geplant habe. Oder ich kann sagen, ja, das will ich, weil diese konkrete Aufgabe, dieser konkrete Kunde wichtiger ist als das, was ich eingetragen habe. Das, was ich eingetragen habe, kann ich dann aber auf Abend oder auf den nächsten Tag verschieben.
Also Planning the Next Day, Today, ist eines der entspannendsten Rituale, was du dir angewöhnen kannst. Und wenn du noch entspannter, noch stressfreier durch dein Leben gehen willst, dabei aber noch treffsicherer deine Ziele erledigen willst, dann lade ich dich ein, nicht nur den nächsten Tag zu planen, sondern, wie schon angesprochen, auch am Sonntag die nächste Woche, am Ende des Monats, den nächsten Monat, am Ende des Quartals, das nächste Quartal, am Ende des Jahres, das nächste Jahr und vielleicht schon grob die nächsten 3 Jahre. Morgen erfährst du, wie es im 6. Teil weitergeht, also was der 6. große Fehler beim Zeitmanagement ist. Und ich wünsche nun viel Erfolg, heute Abend deinen nächsten Tag geplant zu haben, und beobachte dich selbst, wie du schlafen gehst, wie sich das abends anfühlt und wie sich das morgens anfühlt, wenn du aufstehst und du genau weißt, was in welcher Reihenfolge abläuft. Viel Spaß und Erfolg, dein Daniel Schäfer.